Jetzt geht's so richtig los. Jetzt kommt der große Buhu-Boxkampf. Okay, Mario, mach dich bereit und boom! Komm her, Buu, ich hab keine Angst. Katztastisch! Begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Super Mario 64 hier auf Katze. Unser Lieblingsklempner Mario stürzt sich wieder in das Benzin. Durchsuche das Nebellabyrinth, grüne Giftgrotte. Ja, die letzte Folge war besonders, denn da haben wir, ihr seht es schon, die Titanenkappe freigeschaltet. Dann ist Mario oder wird Mario zu Metall Mario und ist in diesem Spiel auch unverwundbar. Ja, es gibt keinen Powerstern in dem Spiel, sondern nur die Metallkappe, die aber besonders cool aussieht. Oh, oh, oh. Und falls ihr sie selbst noch nicht freigeschaltet habt und wissen möchtet, wo man diese findet, schaut euch einfach mal das letzte Video an. Okay, meine Lieben, hier kommt noch der Hinweis, wenn euch Super Mario gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, damit ihr auch in Zukunft keine tollen, spannenden und lustigen Abenteuer mehr von unserem Lieblingsklempner mehr verpasst. So, hier oben ist anscheinend nichts los. Okay. Na gut, dann gehen wir wieder runter. Wir nutzen mal die Kappe. Und schauen mal, ob es den Stern irgendwo anders gab. Also irgendwo hier in diesem Nebellabyrinth könnt ihr nach oben springen. Ich weiß nur nicht mehr, an welcher Stelle das war. So, Moment, ich glaube... Ne, da ist auch nichts. Okay, wir müssen mal kurz suchen, aber das ist kein Problem. Ich meine, da oben waren wir ja schon. So, da war ja nur... Aber konnte man von dort aus auch irgendwie weiter? Keine geheime Tür oder so? Hm. Wo war das noch gleich? Also hier geht's ja zurück zum Eingang. Oh, hallo Monty Maulwurf. Ich finde diese Monty Maulwürfe hier in dem Spiel richtig süß. So, nochmal. Metall Mario. Das ist wichtig, weil das Gift ist sehr, sehr stark hier. Danach geht's nach oben, aber da will ich gar nicht hoch. Denn das ist der Weg nach oben zu den Steinen. Aber schaut mal, hier ist noch so ein Weg. Aber da muss ich vielleicht mal hochkommen. So, Achtung. Und rückwärts. Und ist da eine Tür? Ja, da ist eine Tür. Das muss der richtige Weg jetzt sein. Ja, das ist er auch. Hundertprozentig. Ich bin mir... Oh, nach oben? Okay. Ich bin mir sehr sicher, dass jetzt der Stern kommen wird. Ja, da ist er. Schaut mal. Das ist er. Das ist der Trick an dieser Stelle. Man muss nur an der richtigen Stelle nach oben gehen. Ich hoffe, das Video hilft euch an dieser Stelle. So, Mario. Ich würde sagen, holen wir uns den letzten Stern. Und das ist Stern Nummer 6. Achte auf rollende Felsen. Und diese Aufgabe ist eigentlich nicht schwer, aber ihr müsst den Wandsprung perfekt beherrschen. Warum, das zeige ich euch jetzt. So, erstmal hier zu den rollenden Felsen. Und hier ist auch schon der Stern. Der ist nämlich da oben. Das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar hier vor dem Eingang. Müsst ihr mit perfekten Wandsprüngen nach oben... Oh, 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 oh. Hätte ich mich jetzt festgehalten, wäre ich schon beim Stern gewesen. Mario, aufgepasst. Bloß nicht treffen lassen. So, eins, zwei. Jetzt bin ich nämlich hier. Und auf der gegenüberliegenden Seite ist hier der Stern. Also ihr seht schon, der ist auch ziemlich einfach und schnell zu holen. Und damit haben wir bis auf die 100 Münzen alle Aufgaben in der giftigen Grotte erledigt. Cool. Das hat doch mal super funktioniert. Jetzt können wir uns wieder in den nächsten Abenteuer stürzen. Und die befinden sich oben, also im Obergeschoss, wo es dann für uns weitergeht. Aber auch im ersten Levelbereich. Denn da, das habe ich ja, habe ich das schon gesagt am Anfang der Folge? Es gibt hier und da noch Sterne, die wir uns holen müssen. Unter anderem auch, ihr seht es schon, da sind wir gerade auf dem Weg im Geisterlevel. Hallo, Buhu. Ich finde die Geister so lustig, da man sie einfach so wegboxen kann, wegbodychecken. So, klettere zum Buhu auf dem Balkon.
Das habe ich als Kind nie verstanden, da ich nicht wusste, wie man da hochkommen soll. Und ja, der Weg nach oben ist auch ein bisschen versteckt, aber ich zeige ihn euch. Das ist nicht sonderlich schwer. So, und zwar ist der Weg hier. Ihr müsst... Aua, fressende Bücher. Ihr müsst irgendwo hier oder auf der anderen Seite... Ah, nee, auf der anderen Seite wahrscheinlich. Autsch. Hier müsst ihr, glaube ich, nach oben mit einem Wandsprung. Ja, genau. Habt ihr die Kante da oben gesehen? Da müssen wir hin. Oh, ich glaube, wir müssen da mit einem Seitwärtssprung oder mit einem Doppelsprung und dann an der Wand noch einen Wandsprung machen. Also der Sprung, der ist nicht einfach. So, am besten so laufen. Zack, zack und nach oben. Genau. Also schräg nach vorne laufen, zurück, dann den Seitwärtssprung machen und an der Wand dann den Wandsprung. So, jetzt sind hier nochmal Münzen. Kann man sammeln, wenn man die 100 Münzen möchte. Und hier ist Buhu. Das ist der Riesen-Buhu, also der Buhu-König sozusagen. Sieht eigentlich aus wie ein normaler Buhu, aber ja. Den müsst ihr einfach nur wegboxen. So wie auch die anderen Buhus, die wir vor 2-3 Folgen auch schon mal gesehen haben. So, das war's. Der Stern, der ist natürlich jetzt an dieser Stelle echt unfair platziert. Hier muss man irgendwie Glück haben, dass man Glück hat und oben landet. Tja, wenn nicht, dann hat man eben Pech. So, aber gut, dann machen wir das eben nochmal. Uiuiui, Mario, aufgepasst. Wir müssen also nochmal an diese Stelle. Und dann versuchen, oben mit einem perfekten Sprung darüber zu kommen. So. Und dann geht es auf das schräge Hausdach. Und das ist so ein bisschen das Schwierige an dem ganzen Level. Nicht der Kampf gegen den Geist, sondern hier hochzukommen. Weil man hier komplett ausrutscht. Achtung, ich probiere es mal so. Uiuiuiuiui, nicht runterfallen. So, jetzt müssen wir nochmal eine Stufe nach oben. Auf das Dach komplett sozusagen. Sehr gut, Dreifachsprung. Oh nein. Komm zum Stern, ja, sehr gut. Uiuiui. Das ging gerade nochmal gut. Und das war jetzt der vorletzte Stern in Big Boos Balkon. Oder, ja, in dem Level. Oder der letzte sogar. Ich bin durcheinander. Wir laufen mal weiter. Es gibt noch andere Welten zu entdecken. Und die möchte ich euch natürlich auch noch unbedingt zeigen. Zum Beispiel in der Schneewelt. Hier in Wumms Wuchtwall. Da gehen wir jetzt nämlich hin. So, da. Moment mal, ich bin total durcheinander. Raus hier. Ich wollte doch die Schneewelt. So, in der Schneewelt wollte ich noch einen Stern machen, der uns fehlt. So, Schneewelt, dann laufe ich in Wumms Wuchtwall rein. Baue einen Schneemann. Ja, da fehlen uns sogar noch 2 Sterne. Ich dachte, das wäre nur noch einer. Und der letzte Stern, der erfordert noch mal ein bisschen Geschick, aber dieser genauso. Oh Mann, ich fühle mich so kopflos. Kennst du jemanden, der nach einem Körper sucht? Unten? Okay, dann los. Ja, wir bauen jetzt einen Schneemann. Dazu müsst ihr einfach diese Kugel hier ansprechen sozusagen. Und diese da unten, seht ihr schon, den Schneemann, diese nach unten bringen. Und das sieht einfacher aus, als es ist, denn man muss an der richtigen Stelle stehen, damit das Spiel weiß, wo der Schneeball rollen muss. Nein, nicht dorthin. Tja, tut mir leid, mein Freund. Das ging wohl in die Hose. Mein Körper ist weg. Ich würde alles dafür geben. Ja, wir machen das schon. So, wir müssen dazu, damit wir ihm doch noch seinen Körper zurückgeben können, das Ganze natürlich noch einmal versuchen. Und diesmal etwas ordentlicher gestalten. Also, wie geht es nach oben? Natürlich mit dem Teleporter. Dieser versteckt sich an dieser Stelle hier. Hallo? Jetzt, hallo? Warum geht das nicht? Hallo? Irgendwie klappt das gerade nicht. Was ist denn los? Ah, jetzt. Okay.
Da stand ich wohl zu weit weg. So, da, 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 da. Und jetzt kann's so richtig losgehen. Hallo, nochmal Schneeball. Oh Mann, hilfst du mir? Ja, natürlich helfe ich dir. Jetzt geht's mal so richtig los. Versuchen wir mal, das Ziel zu erreichen. Und das, bevor der Schneeball da ist, und dann auch noch so zu erreichen, dass sie direkt zum Schneemann kommt. So, Achtung, Achtung. Wir stehen jetzt hier. Jetzt bitte hier entlang rollen. Ja, genau. Out. Aber jetzt ist der Schneemann wenigstens komplett. Wir haben dich zusammengebaut. Boah, welch komfortables Unterteil. Ich bin so glücklich. Hier, nimm den Stern. Ich hoffe, er bringt dir Glück. Dankeschön. Das ist ja mal sehr, sehr freundlich von dir. Und damit haben wir den vorletzten Stern hier in der wunderschönen und wundersamen Schneewelt. Baue einen Schneemann. Ja, der ist uns doch gelungen, oder? Was denkt ihr? Oh, du hast 50 Powersterne gesammelt. Jetzt kannst du die Tür mit dem großen Stern im dritten Stock öffnen. Hast du bereits alle Schalterpaläste gefunden? Diese besonderen Mützen sind sehr nützlich. Ja, das ist wohl wahr. Aber ja, die haben wir alle gefunden. Und jetzt geht's weiter. Denke an den Wandsprung. So, und jetzt kommt, ja, ein relativ schwieriges Level, wenn man den Wandsprung nicht beherrscht. Ich nehme mal die Abkürzung nach unten. Wir müssen nämlich ganz nach unten und uns dann mit der Kanone rüberschleudern lassen. Falls die Kanone nicht bei euch aktiviert ist, nicht vergessen, mit der rosafarbenen Bombe zu reden. So, und jetzt ist ganz wichtig, den Baum anvisieren und so landen, dass man, ja, auf dem Baum landet. Nicht vorbeischießen, sonst seid ihr K.O. Achtung. Ja, und. Ja, wunderbar. Das war ein sehr, sehr guter Schuss. Okay, soweit so gut. Auf der anderen Seite müsst ihr hier durch diesen Mini-Parcours und jetzt ist der Wandsprung wichtig. Und dieser kommt an dieser Stelle hier. So, jetzt kommt das Schwierige. Achtung. Eieiei, ihr habt's gesehen. Wenn man es vermasselt hat, gibt es zum Glück hier einen Stern. Quatsch. Kein Stern, sondern ein Herz. Damit man das nochmal verbessern kann. So, jetzt aber. Eins, zwei und... Nein. Ihr habt den Stern sogar kurz gesehen. Nochmal. Und jetzt natürlich im richtigen Moment noch rüberspringen. Das habe ich gerade ein wenig vermasselt. Aber gut. Alle guten Dinge sind drei. Probieren wir es nochmal. Auhuhuhu, Mario. Du kannst doch den Wandsprung nicht immer so vermasseln, mein Guter. Jetzt bleib konzentriert, okay? Du kannst das schaffen, das wissen wir alle. So, Wandsprung. Seitwärtssprung meine ich. Zack und rüber. Jetzt Achtung. Eins, zwei und hopp. Rüber. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch über diesen schmalen Pfad auf die andere Seite. Und wir haben es geschafft. Cool. Na, das hat ja wunderbar funktioniert. Wir haben nur eine Münze eingesammelt. Naja, aber die Münzen, die sind jetzt auch gar nicht so wichtig. Kann man auch mal ohne schaffen. Okay. Wie wäre es, wenn wir jetzt noch zum Abschluss in das Wasserlevel gehen? Denn auch da gibt es einen Stern, den man nur mit der Titanenkappe holen kann. Also mit Metall-Mario. Finde die 8 roten Münzen. Oh, haben wir das auch noch nicht erledigt? Na, wenn das so ist, dann machen wir natürlich zuerst diese Aufgabe. Denn die ist ein bisschen wichtiger, würde ich mal sagen. Achtung, Achtung, jetzt kommt Mario. So, schon praktisch. Jetzt kann man vieles hier erreichen mit Hilfe dieser Mütze. Oh, Cooper-Panzer. Auch nicht schlecht. Mit dem Cooper-Panzer kann man wunderbar unter Wasser schwimmen. Da. Achtung, vielleicht gelingt mir das. Und jetzt habe ich ihn. Jetzt geht's los. Mario, schwimm um die Wette. So, es gibt 8 rote Münzen, wie das Level schon sagte. Und diese findet ihr teilweise unter Wasser, teilweise aber auch ganz oben.
Also mit ganz oben meine ich auf dem Schiff und auf dem, ja, auf dem Stein, auf dem Plateau. So, eine ist mit Sicherheit noch hier. Ja, ich habe sie schon gesehen. Ihr genauso. Innerhalb der Muschel. Hey, mach mal auf, bitte. Autsch! Mario, schnell, 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 bevor die Muschel wieder zugeht. Wow, das war knapp. So, der Stern, also dieser Stern lässt sich nur holen mit Metall Mario. Das machen wir aber zu einem späteren Zeitpunkt. Wir schauen jetzt mal stattdessen, ob wir oben noch Münzen finden. So, oh, schaut mal da hinten. Da in der Luft. Da ist ja auch noch eine versteckt. Und da ist die Bombe. So, mal kurz zur Bombe Hallo sagen. Hallo, Bombe. Ich wollte nur mal kurz die Münze holen. Ich bin auch schon wieder weg. Drei fehlen uns noch. Wo werden die drei letzten Münzen versteckt sein? Hallo, ich mache die Kanone zum Abschuss bereit. Ja, die Kanone ist sehr wichtig in dem Spiel oder in dem Level. Denn ohne diese Kanone könnt ihr einen Stern nämlich sonst nicht holen. Bist du bereit? Dann rein mit denen in die Kanone. Ja, ich bin zwar bereit, aber jetzt noch nicht. So. Jetzt aber schnell weiter. Da, ihr seht schon, auf dem Schiff ist nochmal eine rote Münze. Oh, sogar drei Stück. Na, umso besser. Dann habe ich auch gleich direkt alle eingesammelt. So, vorsichtig. Oh, weia, weia, weia. Sehr gut. Läuft ja wie am Schnürchen hier. Und zack, habe ich alle meine 8 roten Münzen. Da, 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 da. So, Mario, freu dich. Du hast es nämlich geschafft. Gratulation. Finde die 8 roten Münzen. Ja, das ist in der Welt jetzt auch keine schwere Aufgabe gewesen. Aber es gibt noch was zu entdecken. Fliege zu den Steinsäulen. Let's go. So, dann fliegen wir mal zu der Steinsäule. Und das ist genau das, was ich soeben angesprochen hatte. Nämlich die Kanone. Und jetzt zeige ich euch das mal, wo wir da hin müssen. Und zwar sind da diese Spitzen. Und zu den Spitzen müssen wir jetzt. So, am besten einfach mal da volle Kanne drauf. Relativ mittig, damit wir nicht vorbeifliegen. So, ja, gar nicht mal so einfach, das einzustellen. Aber ja, so in etwa. Genau. Und jetzt können wir da einfach rüberspringen und da ist auch schon der Stern. Tada! Mario, du hast es gemeistert. Here we go! Hey, wir sammeln hier im Minutentakt neue Sterne. Das ist Folge 7, nicht wahr? Und wir haben schon 53. Das ist echt cool. Wir kommen mega gut voran. So, laufe durch den Strudel und ihr könnt es euch schon denken, was wir tun müssen. Es gab ja am Meeresboden noch einen Stern zu finden. Und genau diesen holen wir uns jetzt. Dazu fallen wir uns mal ganz kurz rüber, denn da hinten ist die Metallkappe. Weil die andere, die wäre jetzt viel zu nah dran, die könnte ich mir jetzt nicht holen. Aber jetzt, wir müssen damit so schnell es geht ins Wasser. So, und hepp einfach mal rein mit uns. So, jetzt noch schnell sinken lassen, bevor ich meine Metallfähigkeit verliere. Beeil dich, Mario, beeil dich, Mario. Lauf, lauf, schnell, 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 schnell. Oh ja, ganz knapp noch. Ganz, ganz knapp noch geschafft. Hui, laufe durch den Strudel. Geschafft. Mario, wir sind sehr, sehr stolz auf dich. Du hast es heute mal wieder so richtig gerockt. Meine Lieben, danke fürs Zusehen. Auf der rechten Seite findet ihr weitere Videos. Tippt da mal drauf und ihr kommt zu diesen. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol und dann auf Abonnieren. Und schon seid ihr Teil unserer Katzen-Community. Na dann, bleibt katztastisch!